Dies ist eins der ältesten Gebäude in Bernkastel-Kues, die direkt an der Mosel stehen. Und es wurde erbaut vom Urgroßvater dieser tollen Frau, die hier steht. Ja, hallo und herzlich willkommen. Guten Tag. Ja, wenn Sie sich mal kurz vorstellen. Ja, Sophia Tanisch ist mein Name, vom Weingut Witwe Dr. Tanisch, Erben Tanisch, hier im schönen Bernkastel an der Mosel. Ihr seid eines der bekanntesten Weingüter der Welt, das kann man mit Fug und Recht behaupten, aus Deutschland auf jeden Fall schon mal. Mhm. Ihr habt eine Lage, die, ich sag mal, unglaublich wertvoll ist, die an der Mosel ist, direkt gegenüber. Wir wollen uns gleich mal anschauen. Und Frank, du hast zu mir gesagt, die sind so nett, die müssen wir mal kennenlernen. Obwohl die, ich sag mal, einen der besten Weine der Welt machen. Das sind, ich sag mal, ganz normale, nette Menschen, die hart arbeiten. Das ist ein Handwerksbetrieb, oder? Ja, absolut. Und natürlich auch mit einer tollen Geschichte. Seit 5 Generationen von Frauen geführt. Sophia ist die 4. Generation und ihre Tochter Christina, die heute leider nicht da sein kann, wird es auch fortsetzen. Das ist ein Familienbetrieb par excellence und der sich jetzt über wie viele Generationen insgesamt? 18 Generationen? 12. 12 ja, Generationen. Ja, also von 1636 fing es dann an. 1636, ja. Hat die Familie immer Weinbau betrieben. Ihr habt das Weingut Witwe Dr. H. Tanisch, Erben Tanisch, hier vorne steht es drauf. Und es ist ein wunderschönes Haus, wenn wir mal gerade drum rumgehen. Wir können es ja mal sehen. Es ist sehr aufwendig gefertigt worden damals, nämlich aus dem Material, was man hier findet. Schiefer und Sandstein. Genau, Schiefer und Sandstein. Das sind hier die Materialien der Region. Und der Schiefer ist halt ganz wichtig für die prägend für das Terroir. Also unsere Rieslinge wachsen ja auch Schiefer und die geben diese Feinheiten, die Mineralität und die Eleganz unseren Rieslingen. Ein wunderschönes Haus. Also es ist Dankeschön. So, es steht natürlich unter Denkmalschutz. Richtig. Das macht die Sache nicht einfacher. Was nicht nur vorteilhaft ist. Ja, genau. Ihr habt eine der bekanntesten Lagen, die ihr mit bewirtschaftet, der Welt, die wirklich jeder eigentlich kennt, der sich ein bisschen mit Wein auskennt. Und ich bin ganz ehrfürchtig, muss ich ganz ehrlich sagen, euch mal zu sehen. Haben wir mal die Möglichkeit, mal da hinzugehen? Es gibt ein Stück an der Mosel, da kann man es sehen, gell? Ja, dann kommen Sie mal mit. Gerne, gerne. Also die Doktorlage ist hier und geht dann so rüber und hier. Jetzt ist das ja wirklich eine der wertvollsten Lagen der Welt. Warum? Was denken Sie? Ja, also es ist eine Süd-Südwest-Lage und hat ein besonderes Kleinklima. Also es kriegt dann eben auch noch die Abendsonne. Dann widerspiegeln sich die Sonnenstrahlen in der Mosel und wärmen den Boden auf, den Schieferboden. Und ich habe innen noch ein Foto, das kann ich Ihnen gleich auch mal zeigen. Das zeigt den Bernkasteler Doktor. Der ist schneefrei und die Weinberge rundherum. Das sind alle noch weiß. Die sind alle noch weiß. Unglaublich. Das heißt, das ist eine Laune der Natur, so kann man sagen. Ja, es ist ein besonderes Kleinklima. Das zeigt es im Grunde ohne Worte. Genau, da kommen alle positiven Parameter zusammen und das kulminiert dann in dieser kleinen, nur 3,3 Hektar großen Weinbergslage. Und weil die so toll ist und so klein ist, ist sie natürlich sehr begehrt. Und das macht natürlich auch ein bisschen den Preis aus. Ne? Ja, sieht man es. Also ich sag mal, das Grundstück ist ja jetzt in vielen Generationen in eurer Hand. Und das schafft natürlich auch... Da fehlt etwas Öl. Das schafft natürlich den Wunsch, das Ganze wieder weiterzugeben an die nächste Generation. Da habe ich schon gehört, das ist euch gelungen, richtig? Ja, das heißt, die nächste Generation ist schon im Anmarsch weiblich. Genau, richtig. Ich habe, wie gesagt, es fing mit der Urgroßmutter an. Die war sehr früh Witwe und hatte, also die war 30 Jahre alt, 3 kleine Kinder. Und sie war dann sehr engagiert und sehr, sehr viel Geschick hat sie bewiesen und hat das Renommee des Weinguts aufgebaut. Und die war auch Mitbegründerin des VDPs hier an der Mosel. Und das, kurz zur Erklärung, was das ist? Ah ja. Also VDP heißt Verband Deutscher Prädikatsweingüter. In Deutschland gibt es rund 50.000 Winzer
und 200 sind Mitglied im VDP. Nur mal sozusagen eine. Die Crème de la Crème der deutschen Winzerelite. Alles, was rechts vom Turm ist, oben bis zu dem Querschnitt und quasi dort, wo der Kran steht, da endet der Doktorberg. Wir sind ja hier an der Mittelmosel und nicht an der Terrassenmosel, nicht an der Obermosel. Das gibt Weine von einer unglaublichen Strahlkraft. Die sind niedrig im Alkohol und die Spezialität von Witwe Dr. Tarnisch, Erben Tarnisch, ist einfach der restsüße Riesling. Und das ist etwas, worum uns die ganze Welt beneidet. Keine andere Rebsorte der Welt ist in der Lage, mit so niedrigem Alkohol wie hier so viel Geschmack und Aromen zu transportieren. Und das ist wirklich einzigartig. Und die Weine, die restsüß sind, haben oftmals nur 8-9% Alkohol, manchmal sogar noch niedriger. Genau. Und das ist einfach spektakulär, diese rassige Säure, die der Riesling hat, dieses Spiel Säure und Süße, das ist so faszinierend und facettenreich, das kann man nirgendwo in der Welt kopieren. Der Erfolg mit euren Weinen, das ist nicht erst seit gestern, das heißt, ihr seid schon sehr lange erfolgreich, oder? Ja, schon kann man sagen, also vor allen Dingen auch bei Weinversteigerungen, Mitte um 1880 waren die ersten Weinversteigerungen an der Mosel und damals war das richtig gut. Da wurden nämlich die ganzen Weine in den Fässern versteigert. Das heißt, man konnte ein Viertelfass kaufen, ein Achtel, ein Sechzehntel oder ein 48. Fass konnte man kaufen. Und dann ging die Versteigerung über 3-4 Tage. Und dann war Thema Marketing erledigt. Das war ganz toll. Das war im Prinzip alles auf einmal weg. Ich habe das Gebäude noch nicht betreten, muss ich sagen. Das war mir ganz wichtig, dass ich gesagt habe, ich möchte wirklich das mal von ganz vorne erleben. Ist das hier, das ist wahrscheinlich auch historisch, oder was hier rechts und links, diese Platten? Ja, das sind Takenplatten. Takenplatten, die waren früher um die Öfen in den Wohnzimmern. Und Taken kommt von, ich glaube, das ist Niederdeutsch oder so, ich weiß es nicht genau, oder von To Talk. Man hat sich die, wie gesagt, mit dem Rücken an diesen warmen Platten angelehnt. Ach so. Und sich dann eins erzählt. Jetzt verstehe ich es. Das war ja immer früher kalt, es gab ja nur einen Ofen. Ist ja nicht wie heute das Niedrigenergiehaus. So, genau. Alles genau. War kalt. Man war froh, wenn man überhaupt einen Ofen im Haus hatte, der schön warm war. Sehr schön. Und das ist auch ein, das nenne ich ja mal ein Geländer, oder? Oder hier eine Abstellung. Ja, genau, ja. Da soll ja auch keiner runterfallen. Damit, erstens, wenn einer ein bisschen viel getrunken hat, dass er da nicht runterfällt. Sehr schön. Ja, bitte. Was ist zu tun? Wahrscheinlich da drüber steigen. Ja. Ich mache das mal, geht ruhig mal vor, dann komme ich euch mal hinterher. Ich zeige euch mal gerade die Treppe. Die ist nämlich so genial. Der ist so richtig. Der Sandstein ist ja relativ weich. Das ist so. Und das ist die Original. Ja, ich bin vorsichtig. Das ist die Originaltreppe, die damals wahrscheinlich schon im Haus drin war, oder? Ja, natürlich. Und natürlich, was auch schön zu sehen ist, jetzt dieses Mosaik. Das haben meine Urgroßeltern erbauen lassen. Vinum Moselanum omnitempore sanum. Moselwein ist zu jeder Zeit gesund. Das ist die Philosophie der Urgroßeltern. Ach, so schön hier. Das ist nicht so was wie in irgendeinem Freizeitpark. Die bekannte Kellerromantik, ja. Gewölbekeller, Fässer stehen rum, aber der eigentliche Betrieb, die eigentliche Produktion findet ja nicht mehr hier statt. Genau, sondern weil eben das Wasser zu oft kommt und es ist einfach nicht sehr praktisch, wenn man mit dem Hals im Wasser steht, bis zum Hals im Wasser steht und dann arbeiten soll. Also, wir gehen mal hoch, denn oben ist es viel schöner, habe ich schon gehört. Ja. Und da gibt es vor allen Dingen Wein. Da gibt es auch Wein. Genau. Ist ja bisher eine trockene Veranstaltung gewesen. Stimmt. Zeig mal gerade das hier. Habt ihr so einen Laden, so einen kleinen? Ja, oder? Ja. Da müsste ich aber gerade außen rumgehen und ihn aufmachen. Ist gerade offen, sehe ich. Ist offen. Ja. Dann gehen wir rein. Gehen wir rein.
Das sind die Riesling Auslese, Spätlese, Kabinett. Das sind die Restsüßenweine und dann die Doktorweine sind auf der anderen Seite zu sehen. Die Doktorweine, klär mich mal auf. Das sind diese Weine aus dem Doktorberg. Aus dem Doktorberg. Und die gibt es auch in verschiedenen Qualitätsstufen, wobei ich jetzt mal frech behaupte, Kabinett ist zwar die, ja, in der Prädikatshierarchie vielleicht die einfachste Kategorie, aber für mich die schönste und die verspielteste und auch die moseltypischste. Das ist etwas, was mit dieser vergnüglichen Leichtigkeit eben keiner nachmachen kann. Das ist einfach klasse. Das sind so absolute Spezialitäten der Mosel. Die Weinprobe naht. Hier steht eine Flasche Bernkastel Kues, Alte Reben 2020, Witwe Dr. H. Tarnisch von Erben Tarnisch steht drauf. Genau. Ich kann gut lesen, oder? Das ist gut, ja. Aber was ist das für ein Wein? Ja, also Bernkastel Kues ist also der Ortswein. Also der Wein kommt aus Parzellen, die in Bernkastel und in Kues gelegen sind. Und Alte Reben weist darauf hin, dass es aus Parzellen, dass der Wein aus Parzellen kommt, die einen alten Rebbestand haben. Alte Reben, je älter die Rebe ist, umso mehr Wurzeln hat sie. Sowohl tiefere Wurzeln als auch das Wurzelgeflecht wird immer kleinteiliger. Und, ja. Und dadurch hat die Rebe natürlich mehr Möglichkeiten, die Mineralien aus dem Boden aufzunehmen und in die Beeren einzulagern. Und das ist ganz wichtig. Und dann gibt es, wie Sophia richtig angemerkt hat, weniger Ertrag. Und weniger Ertrag bedeutet beim Weinbau eigentlich immer bessere Qualität. Und diese Kombi zeigt ganz einfach, dass die Weine besser sind, mehr Spannung haben, mehr Tiefgang haben und einfach dann die besseren Weine gegenüber den, sag ich mal, etwas einfacheren Gutsweinen sind. Also ich probiere jetzt den Doktor 2020, großes Gewächs, auch zum ersten Mal. Ja, und er ist auch gerade erst im August gefüllt worden. Also das ist wirklich noch ein absolutes Baby. Baby, richtig. Habe ich immer erfahren, den Begriff. Ja, ja. Da habe ich mal gefragt, was ist denn Baby? Und da sagen die ganz junge Weine. Ganz, ganz, ganz jung, ja. Genau. Eigentlich noch viel zu jung zum Genießen. Aber ich bin schon sehr angetan. Klasse Wein. Du willst aber mehr hören, ne? Ja. Ja, das wäre das erste Mal, dass du sagst, klasse Wein. Und dann das war's. Genau. Ich sehe es ja an deinen Augen, dass du mehr hören willst. Und ich muss das Ganze jetzt auch mal wirklich am Gaumen wirken lassen. Ich habe zwar ausgespuckt, aber der Wein wirkt so lange am Gaumen nach. Das ist ein klassischer Mittelmosel trockener Riesling von exzellenter Güte. Okay. Perfekt gereiftes Traubenmaterial mit einer vibrierenden Säure, einem relativ niedrigen Alkoholwert. Jetzt guck drauf, was da drauf steht. Für ein großes Gewächs 12,5%. Und das ergibt eine Spannung und eine Energie in dem Wein, die einfach, ja, in keinem anderen Weinbaugebiet der Welt, ich sage jetzt bewusst der Welt, also nicht einmal in Deutschland so zu kopieren ist. Aber jetzt haben wir im Prinzip den Kabinett Feinherb. Genau, aus der Lage Bernkastler Badstube. Zeig das mal. Ja, Bernkastler Badstube. Ach, steht oben. Badstube, genau. Und Badstube bedeutet, dass neben diesem Weinberg früher ein öffentliches Badehaus war. Also man hatte ja früher kein Badezimmer gehabt in dem Sinne. Man ging zum Reinigen in ein öffentliches Badehaus. Und diese Gewohnheit haben die... fällt mir das deutsche Wort nicht ein, Crusaders, die Kreuzzüge aus dem Heiligen Land haben diese Gewohnheit des Badens mitgebracht und
Und diese Bad und dieses Badehaus war, wie gesagt, neben dem Weinberg. Und in dem Badehaus hat man nicht nur gebadet und sich gereinigt, sondern man hat auch gegessen und getrunken. Wow. Und da gibt es noch ganz nette Darstellungen in einem Holz. Da sitzen ein Mann und eine Frau in einem Holzfass beim Bade und beide haben ein Glas Wein in der Hand und prosten sich zu und genießen den Wein. Der Geschmack, ja. Wie ist der zu beschreiben? Der Geschmack ist ziemlich einfach zu beschreiben, weil er ist mit einem Wort zu beschreiben. Das ist wiederum klasse. Das ist ein Wein, der eine wunderschöne, klare, prägnante, vor allen Dingen hochpräzise Frucht hat von weißem Pfirsich. Das dominiert so ein bisschen den Geschmack. Hinten dran ist aber noch so leicht Passionsfrucht oder Maracuja zu erkennen. Er hat eine sehr dezente, zurückhaltende Fruchtsüße, die aber perfekt im Wechselspiel ist mit dieser nochmals rassigen und aber auch vibrierenden Säure. Das ist ein Wein, der unglaublich erfrischt und Spaß macht. Das ist ein Wein, der solo auf der Terrasse getrunken ein großes Vergnügen ist, weil er ja auch nicht so viel Alkohol hat. Das ist aber auch ein Wein, der wunderbar zu leicht scharf gewürzten Speisen passt, zu asiatisch gewürzten Speisen. Aber es ist vor allen Dingen ein Kommunikationswein. Ich glaube, es gibt kaum etwas Schöneres, als im Garten zu sitzen. Jeder hat so ein Glas, genau, Wein in der Hand und man unterhält sich über Gott und die Welt. Der Wein drängt sich nicht in den Vordergrund, aber er spielt eine wichtige Rolle im Hintergrund, weil er einfach klasse ist. Was ganz Tolles ist die Geselligkeit, die so ein Gläschen Wein erzeugt. Mhm. Woran liegt das? Wein verbindet einfach und sich eine gute Flasche Wein zu teilen, macht einfach, das ist so eine Gemeinsamkeit und sich über irgendwas gemeinsam zu freuen, ja, und gemeinsam einen Genuss zu haben. Und das macht einfach Spaß. Also wir haben jetzt hier den Bernd Kastler Doktor Kabinett. Bitte einmal kurz zeigen. Ja, geben Sie mir auch mal Ihr Glas rüber. Ja, gleich. Ich bekomme mit meinem Glas. Augenblick, da ist es. So, Moment, dann gießen wir mal einen Schluck ein. So, und das ist jetzt diese Lage, über die wir... Das ist jetzt hier, wie schon eingangs erwähnt, eigentlich die Einstiegsprädikatsstufe. Es gibt ja Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, eine Flasche drehen, damit man auch mal sehen kann, wie niedrig der Alkohol hier ist. 8,5%. Ja. Das ist ja fast wie ein Bier. Ja. Also. Das, was dich an dem Wein wahrscheinlich erstaunt, ist seine Filigranität, seine Leichtigkeit. Der tanzt wie eine Ballerina auf der Zunge. Total leichtfüßig, den spürt man gar nicht. Aber trotzdem hat er ja das volle Geschmacksspektrum. Das heißt, der zeigt ja dieses ganze tropische Fruchtaroma. Es beginnt mit Mango, hinten dran ein bisschen Ananas, dann kommt Maracuja, Passionsfrucht, ein bisschen Litchi hinten dran, dann kommen die Mandarinen. Das Ganze ist aber in eine Form gepackt, dass diese Säure eigentlich fast schon als Geschmacksträger dient. Das ist ein traumhafter, mega typischer Riesling-Kabinett in Bestform von der Mittelmosel. Das ist, also ich habe hier bisher erst ein Wort hingeschrieben. Traumhaft. 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 Das ist, ja, der Wein ist, der ist total filigran und wirklich federleicht. Mhm. Den spürt man gar nicht. Aber leicht heißt nicht dünn, sondern der hat ein Kaleidoskop an Aromen, den der transportiert. Und ja, das ist ein, du sagst, du vergleichst das mit einer Beerenauslese, aber Beerenauslesen sind viel voluminöser, viel kompakter, viel süßer auch, viel mehr Schmelz und die machen auch viel schneller satt. Da kannst du eine ganze Flasche alleine trinken und würdest gerne noch eine zweite aufmachen. Trotzdem unser Appell an alle Leute, muss ich leider wieder loslassen, trinkt Wein in, ich sag mal, in Dosen, die, ich sag mal, euch nicht
berauschen, sondern das ist ein Genussmittel? Natürlich, natürlich. Also wie gesagt, alles in Maßen. Und es kann aber trotzdem mal sein, dass man mal ein bisschen zu viel getrunken hat. Wie auch, wenn man Lust auf Essen hat, dass man sagt, Mann, gestern Abend habe ich mal viel zu viel gegessen und habe es genossen und war wunderschön, aber heute versuche ich jetzt mal die Kalorien ein bisschen runter. Einfach, dass man so mit Essen und Trinken ein Maß findet. Jetzt kommt Bernd Kasteler, Doktor, Spätlese, Fruchtsüß 2020. Und schon im Duft ist das nochmal eine ganz andere Liga als der Kabinett. Sehr viel expressiver. Hier duften schon die tropischen Früchte aus dem Glas. Bevor man irgendeinen Schluck genommen hat, weiß man, was einen erwartet. Und das ist Riesling auf einem Niveau, das einfach faszinierend ist. Was hat der denn für eine Alkoholstärke? Das muss ich ja mal schauen. Also ganz stark. Ganz stark. 8%. 0. Das gibt's doch nicht. Ja. Der hat 8%. Ja, klar. Und der geht ab wie... Wie Inception, ne? Nein, der hat volle... Also ja, du ganz hast einen vollen Geschmack bei ganz niedrigem Alkohol. Und das ist ja dieses Kennzeichen an der Mosel. Deswegen propagieren wir das ja. Das ist etwas Wunderschönes. Du hast den vollen Geschmack und mit weniger Alkohol geht's kaum. Es geht noch eine Stufe mehr, ist das richtig? Ja, es gibt noch eine Auslese. Eine Auslese? Ja, genau, ja. Die probieren wir jetzt wo noch. Ist da der Unterschied? Also Spätlese es heißt, der wurde einfach, spät? Es ist einfach eine höhere Qualitätsstufe und ja. Das wird ja in Öxle gemessen. Also ist es so, bei der Lese kommen die Trauben dann ins Kältehaus, dann werden die gepresst und dann wird der Traubensaft gemessen und in Form von Öxle. Und der Kellermeister schreibt dann ins Buch, an dem und dem Tag sind aus der und der Lage so und so viel Liter mit so und so viel Öxle gemessen. Und dann schreibt er dann rein, das ist dann, entspricht der Qualitätsstufe Kabinett, Spätlese oder Auslese. Auch hier merke ich, dass der Frank hat noch nie so schnell sein Glas dahin geschoben. Denn auch ich war sehr schnell. Denn das ist nun wirklich jetzt das wahrscheinlich. Das ist schön. Bin ich mal echt gespannt. Die Auslese. Und die hat natürlich noch mal weniger Alkohol. So, sie hat 7,5%. Also ich gestehe, meine Lieblingsrebsorte bei allen Weinen ist und bleibt der Riesling. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, der ist ja deutsch und der kommt ja von der Saar. Und Saar und Mosel gehören ja auch zusammen. Und dort ist es halt nun mal so, dass dort auch die besten Rieslinge der Welt wachsen. Und der Stil ist einzigartig. Ja, das ist alles richtig. Aber ich liebe sie wegen der Qualität. Aber Qualität können viele. Ich liebe sie vor allen Dingen wegen der Stilistik. Die sind, jeder für sich hat seine Berechtigung und auch den entsprechenden Anlass, sowas zu trinken. Und wenn ich einfach mir etwas gönnen möchte und Spaß dabei haben möchte und diese faszinierende Leichtigkeit erleben möchte, dann ist es ein Kabinett Fruchtsüß von der Mosel. Und hier vom Weingut Witwe Dr. Tarnisch, Erben Tarnisch, mit dem Doktor ist das fast nicht zu toppen. Wir gehen hin und verköstigen jetzt ganz zu eurem Leidwesen da draußen. Wir haben ja noch keinen Geschmacksfernsehen da draußen, das kommt ja erst demnächst. Und sowohl von der Riesling aus, es gibt noch viel mehr, muss man sagen, oder war es das? Nein, es gibt... Tausende Weine mehr. Ja, genau. Genau. Okay. Mindestens noch und mal auch verschiedene Jahrgänge. Und wir also haben jetzt nur mal einen kleinen Ausschnitt gezeigt. So, das war jetzt quasi, wir hätten noch Tage weiter drehen können. Alle diese Weine kriegt man bei masterwein.de. Du bist Master of Wein, du hast das Ganze in einem Studium absolviert, hast viel Schweiß
und Blut erzeugt, zusammen mit deiner Frau. Ja, Blut Prüfung. Nicht, aber nee, wie nennt man das? Blut geschwitzt. Blut, Schweiß und Tränen. Es gab eine Prüfung. Nee, ja, die Prüfung war in England, oder? Ja, die war in England und es war schon ein hartes Stück Arbeit. Ja, und ohne die Unterstützung meiner Familie und auch meines Betriebes hätte ich das wahrscheinlich auch nie geschafft. Insofern bin ich sehr, sehr dankbar für die Unterstützung und auch froh, dass ich das dann geschafft habe, weil alle profitieren davon. Sind Sie zufrieden mit dem Herrn Röder? Ja, bin ich sehr. Gut, dann lasse ich das jetzt mal so stehen. Zeig mir mal gerade die ganze Palette. Also masterwein.de in Völklingen ist der Verkauf. Mein schlimmes Glas nehmen wir jetzt mal weg. Da ist rechts die Riesling-Auslese 2020, wo er draufgeschrieben hat, wie war das Wort noch? Göttlich oder was hast du draufgeschrieben? So, phänomenal. Phänomenal. Die Riesling Spätlese, Riesling Kabinett, Riesling Kabinett Feinherb, Riesling GG, gut, GG großes Gewächs. Großes Gewächs und alte Reben. Geht mal auf die Webseite vom Weingut Witwe von Tarnisch. Ja, schaut euch das Ganze an. Ich danke euch beiden ganz herzlich. Tschüss. Danke.